don't know much, but I know that I'm certain about uncertainty. Well, I don't know much, but I know that I'm certain about uncertainty. Intoxicated by your smile, your laugh. All I got now is this crumpled up old photograph. What did you do to affect me so? Don't you know you got me lost, gone, low, tricked, waiting, wasted, love sick, it's all 'cause of you. Ich hab das alles viel größer in Erinnerung. Du warst ja auch ein Zwerg. Ich war kein Zwerg, du bist ein Zwerg. Wieso sind wir noch nie hergefahren? Hallo? Das ist doch eine richtige Idylle. Bernd! Los, rauf. Sieht das ostig aus. Hallo? Das ist meine Kindheit. So bin ich aufgewachsen. Hier stand früher ein Kirschbaum. Anna? Anna? Hi, das ist eine Überraschung. Ich bin Bernd. Hi, Stefan. Ich wusste gar nicht, dass du mitkommst. Ja, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Anna. Ich bin Marc. Hi. Hallo, Stefan. Hi. Ist das dein Cabrio? Nein, meins. Schön, dass du auch mitgekommen bist. Hübsch. Wir haben uns noch ein kleines Picknick im Wald gegönnt. Solange es ihn noch gibt. Ja, hier ist schon mal der Schlüssel. Danke, dass du dich um alles gekümmert hast. Schau mal, dann gibst du mir hier noch eine Unterschrift und da unten. Und dann hätten wir das schon mal aus dem Weg. Aber ihr bleibt noch ein bisschen, oder? Ihr haut jetzt nicht gleich ab. Mal gucken. Stefan, könntest du mal die Fensterläden aufmachen? Es riecht hier noch so wie früher. Weißt du schon, was du mit dem ganzen Kram machst? Keine Ahnung. Nichts. Lange nicht gesehen. Ja. Viel zu lang. Aber du weißt ja, wie das ist. Komm, Stefan, lass uns hochgehen. Ich zeig dir mein altes Zimmer. Das nächste Hotel ist mittlerweile eine Stunde entfernt. Hier gibt es nichts. Thank you.
Ist was? Also, wenn du noch was haben willst, dann sag's einfach, ja? Schön, dass du mitgekommen bist. Schau mal, da bist du. Wo? Na da, die kleine Süße. Ich, Heiko. Tatsache. Wer bist denn du? Da. Allein klein. Süß. Yeah. Bernd, sie hat's nicht mal ausgepackt. Tja. Tja. Schau mal seinen Doktor an, Mann. Mhm. Hübscher Mann, ne? Als das Dorf hier umgesiedelt wurde, wollte ich Annas Tante und ein paar Anwohner bei einer Klage vor Gericht vertreten. Und? Was auch? Na, was wurde aus der Klage? Wonach sieht's denn aus? Hm. Und kennt ihr euch eigentlich schon lange? Anna und du? Wir haben uns kennengelernt, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Na, Anna? Wir beide haben uns jetzt auch eine ganze Weile nicht gesehen, was? Mhm. Ist dir gut? Ja. Und bei euch auch alles gut? Ja. Alles beim Alten. Na, das freut einen doch. Er ist um einiges jünger, dein Freund, ne? Ja? Ich hab's ein, zweimal gesungen. Das ist überhaupt kein Standard. Das ist immer wunderschön. Du bist ein totaler Lügner. Okay. Schade, ich hätte es schön gefunden. Doch noch. Sonst sing ich. Ich kenne Stefan überhaupt nicht, jetzt schraubst du die Erwartungshaltung. Das ist, war ein Lied, das haben wir zusammen gesungen. Ich kann überhaupt nicht singen. Bitte. Das ging so. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer latscht vom Blatt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Im Blick in der Stadt, was ist das schon? Die Stadt ist so satt, den Blick schreift man schnell ab. Ein Blick in einer Stadt, was ist das schon? Eine Hand in einer Hand, was ist das schon? Der einen gibt man ein Gewehr, die andere wäscht den Toten hinterher. Eine Hand in einer Hand, was ist das schon? Das war alles. Und zum Schießen. Das ist schlimm dieses Jahr. Wollt ihr nicht hier schlafen? Jetzt noch weiterzufahren, ist doch bekloppt. Ich hab ehrlich gesagt gehofft, dass du das sagst. Oder? Ja. Prima, dann nehmt ihr Gitters Zimmer. Gerne. Zum Wohl. Prost. Seit wann sagst du eigentlich zum Schießen? Ich hab keine Ahnung. Ich mag das sehr. Dann sag ich das ab jetzt regelmäßig. Ja, bitte. Wie kam das eigentlich mit euch? Was denn? Na, wie seid ihr zusammengekommen? Oh, was? Das sind die großen Fördermaschinen im Tagebau. Die kommen immer näher und näher und näher.
Ich habe Bernd kennengelernt, am Anfang vom Studium. Ich bin nach der Wende nach Berlin gekommen und er hat auf eine Anzeige geantwortet. Suche Mann mit Pferdeschwanzfrisur, egal. Da war das mit Anna noch am Laufen. So war das. Und wie... Also, wusstet ihr schon immer, dass ihr... Also, habt ihr euch dann sofort ineinander verliebt, oder? Was sind denn das für Mädchenfragen? Was genau ist denn deine Frage? Na, habt ihr sofort gewusst, dass ihr schwul seid? Ja, ich schon. Ich weiß nicht. Also, Marc ist meine zweite große Liebe. Und wer war die erste? Warum reden eigentlich alle immer darüber, wann wer gemerkt hat, ob er schwul ist oder nicht? Ich bin doch auch niemandem auf die Nase, weil ich gemerkt habe, dass ich auf Schwänze stehe. Darauf trinke ich. Du stehst auf Schwänze? Plural. Haha. Ich wusste gar nicht, dass ihr zusammen wart. Ach, das war auch nichts Ernstes, das war nur ganz kurz. Das waren immerhin 4 Jahre, oder Anna? Du wirst es überleben. Willst du mich heiraten? Wie meinst du das jetzt? Na, so wie ich sage. Ich dachte, ich frag sowas. Frag doch mal. Wieso hast du mir nie erzählt, dass du mit Bernd zusammen warst? Bist du eifersüchtig? Stefan. Gute Nacht. Stefan. Schlaf jetzt. Stefan. Stefan. Morgen. Morgen. Hast du gut geschlafen? Und du? War auch nicht zu überhören.
Morgen. Guten Morgen. Die alte Frau Steiner saß immer noch vor ihrem Laden, als wir gestern vorbeigefahren sind, wie früher. Bloß, dass sie heute Trauma, Überwindung und ihre Stufen. Ich meine, ist das überhaupt irgendjemand? Jetzt müsstest du bis auf die andere Seite vom Nichts fahren. Ja, so 5, 6 Wie lange Leute. Würdet ihr bleiben wollen? Wir könnten noch spazieren gehen, was einkaufen. Du könntest was Leckeres kochen. Lass dir gar nichts erzählen von ihm. Er hat die Psychoanalyse revolutioniert. Ja? Das baut doch Freuds Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten auf. Entschuldige, wenn ihr wirklich morgen schon fahrt, wäre es in Ordnung, wenn wir noch 2 Tage bleiben? Ja klar, genießt noch die Landschaft. Also einer von meinen Patienten ist Schamane geworden und lebt im Sauerland, aber sonst. Aber weißt du, was dir fehlt? So eine große Brille. Da musst du so wissend nicken, da fühle ich mich besonders verstanden. Ja? Der braucht keine Brille. Der macht einmal Schnips. Wir sind alle hypnotisiert. Ich gehe mal gucken. Die Kiste ist runtergefallen. Der ganze Inhalt war in der Küche verteilt. Fotos und Filme und Kram. Bernd, erzähl doch mal deinen Traum. Naja, der war ziemlich real. Ich habe geträumt, dass ich von Geräuschen geweckt werde. Ich stehe auf und höre ich unten in der Küche reden. In der Küche ist aber dunkel. Da seid ihr nicht. Da ist niemand. Also gehe ich die Treppe wieder hoch zu eurem Schlafzimmer. Macht die Tür auf. Ihr liegt im Bett, schlaft. Und ich spüre aber, da ist was. Da ist noch irgendwas. Dann habe ich die Tür noch ein bisschen weiter aufgemacht. Und da habe ich es gesehen. Da war eine schemenhafte Gestalt, die euch angeschaut hat. Wow. Riecht Gänsehaut. Und dann? Dann bin ich aufgewacht. Ja, wie sah denn die Gestalt aus? Ist schon menschlich. Es muss ja irgendwie aufgehört haben. Keine Ahnung. Vielleicht hat es noch nicht aufgehört. Traumabelastete Ich wird zerstört. Naja, das ist ein relativ bekanntes Phänomen. Das Ich spaltet sich auf in das Ich und ins Doppel-Ich. Schau mal, Bernd, die alten Platten, die du mir geschenkt hast. Gibt's dann sowas wie ein Happy End? Also, ab einem gewissen Punkt entzieht sich das meiner Kontrolle. Kein Plattenspieler. Gibt schon ein paar Patienten, die sich dann in ihrer Vergangenheit verhaspeln. Und dann? Ich mag den Sommer nicht. Ich mag Herbst und Frühling. Kriegst du mir mal die Brücken ein? Klar. Hey!
Hey, was soll der Scheiß? Was ist, krämst du mich auch noch ein? Wenn Männer spielen, wieso spielen sie dann eigentlich immer, dass sie sich umbringen? Darwin vielleicht? Ich bin doch schon nackt. Was ist denn? Anna, ist lange her. Bleib mir weg, Mann. Tag, Frau Steiner. Guten Tag. Hallo. Ach, schau an, der Bernd. Na, geht's dir gut? Und Ihnen? Na ja, wie soll's gehen? Aber du hast gut gekämpft vor Gericht. Hat leider nichts gebracht, ne? David gegen Goliath. Na? Haben Sie geöffnet, ja? Na klar, immer rein in die gute Stube. Was brauchen wir denn überhaupt? Zwiebeln. Zwiebeln sind immer gut. Entschuldigung, was ist denn das? Kennen Sie nicht? Pastinake. Sehr lecker. Na, da haben wir doch gleich unser Abendessen. Können Sie auch roh essen oder machen Suppe draus. Oder schön mit Butter und Zucker. Und dann noch eine Zwiebel ran. Aber mit Musik. Mit Musik? Na, hinten aus. Haben Sie Kümmel? Nee, wir sind Musiker, Frau Steiner. Mhm. So, 6 €. Und was haben Sie noch? Ja, 24. Haben Sie es passend? Hier sind schon mal 20. Hast du 2 €? Hat von euch jemand 2 €? Ja, ich. Wenn das mal nicht die Anna Bergmann ist. Tag, Frau Steiner. Ja. Alles ist gut, Frau Steiner. Alles Gute. Bleibt sauber. Dass ich dich noch mal wiedersehe. Ich dachte, du wärst gestorben oder sowas. Ja, ist lange her. Die Kitty, die hat sich ja auf dem Wasser verstreuen lassen. Ja, ganz anonym. Wollte keinen dabei haben. Mein Beileid. Danke. Und wen haben wir da? Das ist mein Verlobter. Freut mich. Hübscher junger Mann. Sind wohl das erste Mal hier. Ja, ist aber ganz schön hier. Nicht mehr lange. Was ist denn das? Das? Das ist die Nachthelle. Ja. Das Herzenshaus. Das sieht ganz schön düster aus. Ich sehe da Geborgenheit. Wärme. Ich sehe da Einsamkeit. Ist lange her, ja, Anna. Also, auf Wiedersehen. 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 Wiedersehen.
Woher kennst du die? Und seit wann bin ich eigentlich dein Verlobter? War das okay für dich, sie jetzt wiederzusehen? Alles gut. Seit wann bin ich eigentlich dein Verlobter? Entschuldigung, was ist denn? Ach, egal. Ganz schön viele Erinnerungen. Eigentlich war die Schulzeit doch ganz okay, oder? Weißt du noch, wo du gesessen hast? Das war immer unterschiedlich. Ja? Das ist auch schon so lange her. Wo sind eigentlich unsere Männer? Ist das immer hinten? Hat sie nicht auch Böhmer in Physik? Diese alte Hexe? Stefan? Aber du hast immer einen Steinbein gehört, das weiß ich noch. Sag mal, seid ihr glücklich, du und Marc? Ja. Und? Braucht er immer noch so viel Auslauf? Wieso hast denn du, Stefan, eigentlich nichts von uns erzählt? Weil's wehgetan hat. Hey, da seid ihr ja. Hey, da seid ihr ja. Ihr wart verschwunden. Anna und ich würden euch gerne was zeigen. Was Schönes. Wir waren Anna und ich früher oft oben und haben in den Sonnenuntergang geschaut. Romantisch. Es ist so schade, dass es das hier alles nicht mehr gibt. Das ist unsere Energiewende. War das nicht hier, Bernd? Ja. Was denn? Hier ist mal ein Freund von uns runter. Echt? Und? Tot. Wann war denn das? Das war gegen Ende der Schulzeit in den großen Ferien. Das Gebäude stand quasi leer, er ist hier hoch und ist gesprungen. Mir ist irgendwie kalt. Ich finde, wir sollten jetzt nach Hause. War das nicht so, dass man ihn tagelang gesucht hat? Sein ganzer Körper war über und über mit Ameisen bedeckt. Man konnte ihn gar nicht mehr sehen. Und die Ameisen, die werden richtig groß hier in der Gegend. So, Bernd, oder? Wie kam es denn damals dazu, Anna? Was soll denn das jetzt? Kannst du das bitte lassen? Könntest du ihn gut. Wen? Na, den Freund von euch. Nee, eigentlich nicht. Das war auch nicht mein Freund. Hey, ich dachte. Heiko war das größte Arschloch von allen und er hat immer alle gehänselt. Immer und immer wieder. Und dann hat er sich an Bernd rangemacht. Und plötzlich war schwul sein in Mode. Und ich wollte Bernd einfach nur beschützen. Was? Beschützen? Wie denn? Wie? Bernd war mein Freund schließlich. Also, das heißt, du kanntest Heiko doch. Ja, ich kannte ihn flüchtig. Können wir dieses Kreuzverhör jetzt beenden? Bernd, wie war das eigentlich im Osten, wenn man schwul war? Also, öffentlich meine ich. Marc, es reicht. Wir gehen jetzt und du musst darauf gar nicht antworten. Was willst denn du von mir? Du kanntest Heiko immerhin so gut, dass du ihn geoutet hast. Vor dem ganzen Dorf und vor seinen Mitschülern. Marc,
Das musst du dir nicht an. Nee, lass mal. Und du, Stefan? Hast du schon mal einen Mann geküsst? Finger weg von meinem Freund. Noch mache ich ja gar nichts. Ist eine Konfrontationstherapie. Lass mich los! Eingeschlafen, träumt man Kokolores. Das riecht hier total lecker. Nach Wursteintopf oder so. Alles gut bei dir? Mhm. Und bei dir? Ich weiß, ich habe gedrängt, dass wir hierher fahren. Weil ich mehr über dich und deine Vergangenheit erfahren wollte. Und? Du bist hier auf jeden Fall eine andere als zu Hause. Gut oder schlecht? Was macht denn die Suppe? Gleich fertig. Was war mit diesem Heiko? Der hatte ein Problem mit sich. Wollen wir mal den Tisch decken? Klar, natürlich. Sag mal, ist das der? Ja. 17-jähriger Jugendlicher totgeborgen. Volkspolizei geht von einem Unfall. Warum Unfall? In der DDR waren alle glücklich. Niemand hatte Grund, sich das Leben zu nehmen. Da kann die Zeitung auch nichts anderes schreiben. Dienstagmittag machte die Volkspolizei in Kerkwitz einen grausigen Fund. Die Leiche eines 17-jährigen jungen Mannes ist auf der Nordseite der Goljatkin-Oberschule gefunden worden. Einem Polizeisprecher zufolge muss der junge Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag vom Dach des vierstöckigen Gebäudes gefallen sein. Seinen Verletzungen erlag er gegen Dienstagmorgen. Hey. Gegen Dienstagmorgen. Komm, ich mach eine Flasche auf. Mhm.
Die Mehrzahl von Penis ist übrigens Penis. Ich hatte mal einen mit so einem Teil, ja? Und ich werfe jetzt beim besten Willen auch keinen Salami in den Hausflur, also das? Nee. Was soll denn das jetzt heißen? Können wir aufhören, über Penisse zu reden, bitte? Penis. Komm, lass uns tanzen. Nee. Ich möchte nicht. Ich glaube, es ist genug für mich. Ich geh mal schlafen. Nee, nee, komm. Bleib noch ein bisschen. Ja, bleib noch ein bisschen. Komm. Ich wollte eigentlich den Abend noch etwas reflektieren. Reflektieren? Das kann aber auch sehr schädlich sein. Ja, genau. Ich komme auch immer so ins Posen. Erzähl mal. Ich guck mir dann dabei zu, wie ich dann so da hocke und die einen blase und dann darüber nachdenke, ob meine Muschi gut rasiert ist. Und denkst du dabei an deinen Vater? Nee, an dich. Ja, lass mich doch! Ich sag doch nichts. Ich finde das sehr interessant, Anna. Erzähl doch mal, was könnte man denn verbessern? Und nach einer Weile kommt eine Reaktion von dir. Sehr schön, vielen Dank, aber jetzt ist genug. Was gefällt dir denn noch nicht am Sex mit mir? Finde ich sehr schön, dass ihr mal drüber redet. Na du. Du könntest öfters mal meinen Kopf in deine Hand nehmen. Hä? Du bist so zögerlich. Ich will dir nichts kaputt machen. Ja, Quatsch. Und du, Stefan? Was würdest denn du verbessern? Ja, sag mal, Stefan. Ja. Ja, du posierst. Du posierst so. Das Bett ist doch kein Laufsteg. Und beim Blasen, da nagst du irgendwie. Manchmal. Irgendwie. Was meintest du überhaupt vorhin mit der Salami, bitteschön? Weißt du, wir hatten schon lange keinen Sex mehr, der im Kopf zündet. Was heißt denn das? Naja, Sex, der dich völlig ausnockt. Und mich nockt Sex immer aus. Wir hatten auch lange keinen Sex mehr, der im Kopf zündet. Was denn sonst für Sex? Und letztendlich beschränkt sich's bei uns in letzter Zeit auf Ficken. Aber wie soll das auch anders gehen, wenn ihr euch nicht treu seid? Wir sind uns sehr treu. Ja, klar. Wir schlafen nur mit anderen. Und es gibt ein paar Regeln. Wir lassen uns nicht von anderen ficken. Normalerweise. Du, dieser Ohrensessel, der würde doch ganz wunderbar in deine Praxis passen, oder, Marc? Nimm den doch mit. Wie kommst du denn jetzt darauf? Bleib mal beim Thema. Was ist denn gerade das Thema? Alternative Liebes- und Lebenskonzepte und dein neuer Ohrensessel. Okay. Und das Geschirr überlasse ich der Nachbarin. Aber wir beide hatten guten Sex, Bernd. Das freut mich zu hören. Ja, das freut mich auch sehr zu hören. Ja, freut mich auch. Kennt ihr den Satz von Kafka? Der Beischlaf ist die Strafe für das glückliche Beisammensein. Kafka. Die arme Sau. Sag mal, kannst du erklären, was gerade mit Anna los ist? Nö. Aber bring sie doch mal in meine Praxis. Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag.
Angst und in Gefangenschaft. Und du allein trägst Schuld daran. Worte sind dafür zu schwach. Ich befürchte, du glaubst mir nicht. Mir kommt es vor, als ob mich jemand warnt. Dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. Es ist die Eifersucht, die mich auffrisst. Immer dann, wenn du nicht... Liebst du mich? Warum sagst du nicht? Du kannst ja jetzt nicht schon schlafen. Kannst du nicht schlafen? Du bist ganz traurig.
Was? Nee. Du hast einen Ständer. Reminiszenz an alte Zeiten. Morgen. Guten Morgen. Gibst du mir mal ein Brötchen? Danke. Anna, ich würde gerne noch ein bisschen hierbleiben. Ich habe alles voller Termine. 2 Tage haben wir gesagt. Ja, aber ich finde es schön hier. Ich würde gerne noch ein paar Tage bleiben und dann komme ich später ins Büro, okay? Das war wohl nicht so eine gute Idee hier zu viert. Ich gehe mal meine Tasche packen. Wenn du ihn anfasst, bringe ich dich um. Ich rufe dich an.
Hallo? Hallo? Ach, guck mal an die kleine Bergmann, dass du dich hierher traust. Also, ich meine, ich hab das nie geglaubt, dass der Heiko so invertiert war. Nicht, ich meine, das war doch ein ganzer Kerl. Gibt ja auch Therapien gegen sowas. Also, deswegen bringst du dich so nicht gleich um, wa? Wir waren alle mal jung. Und haben wir unsere Dinger gemacht. Und er wurde denn auskuriert, nicht? Ja, man steckt nicht drin, na, Scheiß Eifersucht, kleine Anna, hä? Was bist du denn hier? Was? Sie urkundelieren? Na? Ich sei Maul immer auf, konntest du doch vorher so gut. Was willst du denn? Abschied nehmen? Oder was willst du? Jetzt lass das mal gut sein, Mensch. Oh.
schöner Couch, sagt man ihn zumindest. Haben die auch einen Sparatrost? Hast du mal so ein Haus gesehen? Was passiert mit Jadwiga und ihren Johannisbeersträuchern? Die müssen ja umgepflanzt werden und ihrem selbstgebrannten Schnaps. Jadwiga ist schon 2 Jahre tot. Nur psychologische Fachliteratur. Ganz plötzlich. Ja? Ja. Die alte Frau Steiner, da ist auch immer noch zu ihrem Laden, als wir gestern reingefallen sind. Wie früher. Frau, Überwindung und ihre Stufe. Aber würdet ihr denn bleiben wollen? Wollen wir noch spazieren gehen und was eigentlich? Lass dir gar nicht dazu, dieser Herr. Ja, schon mal im Sauerland, aber sonst. Ja, klar. Ja. Weißt du, was dir fehlt? So eine große Brille und du musst doch bitte wissend dazu nicken. Da fühle ich mich immer besonders gut verstanden. Ja. Runtergefallen. Die ganze Inhalt meiner Küche verteilt Fotos und Filme und Kram. Ben, erzähl doch mal deinen Traum. Naja, der war ziemlich real. Der Tropfen. Seit wann bin ich eigentlich dein Verlobter? Ja. Hast du die ganze Flasche ausgetrunken? Nee, ein bisschen ist noch drin. Na, kein Wunder, dass sie schläft. Sie hat früher auch nichts vertragen. Inzwischen verbringt sie eigentlich eine ganze Menge. Jetzt rate mal, mit wem ich heute geknutscht habe. Könntest du mal bitte aufhören, so unsensibel zu sein? Unsensibel? Ja. Und wenn ich denn unsensibel? Den ganzen Tag. Vorhin auf dem Dach. Ach komm. Du hast dich unmöglich benommen. Ist aber schön, dass es dir wenigstens auffällt. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Ich meine, das mit der offenen Beziehung. Tut das nicht weh? Bernd ist aus freien Stücken bei mir, ich bin aus freien Stücken bei Bernd. Das ist das Entscheidende, oder? Na, was willst du von mir? Die Frage ist, was willst du von Anna? Anna ist... Sie weiß, was sie will. Sie ist immer im Hier und Jetzt. Und dieses ganze Beziehungsgelaber und Psychozeugs. Ich liebe sie. Ja, und ich liebe Bernd, ich liebe meine Mama, ich liebe dich. Wo ist das Problem? Das ist ja nicht der Punkt. Du schläfst ja nicht mit deiner Mutter. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. War das ein Angebot? Genau. Das heißt, du bist Anna bis jetzt immer treu geblieben, ja? Ja, klar. Nie mit anderen Frauen geschlafen?
Pass mal auf. Anna muss ja morgen los. Und Bernd und ich, wir bleiben noch ein bisschen. Bleib du doch auch. Bei uns. See. Sonne. Marc. Ich finde euch toll. Ja? Ja. Und sogar irgendwie verführerisch, aber ich stehe auf Frauen. Beziehungsweise auf die eine Frau da. Treue, hm? Ich muss mich mal daran machen, sie zu untersuchen. Es liegt Besitzgier in dir. Warum ist man hier eingeschlafen? Frag mal Coco Lopez. Du bist das. Wen hast du denn erwartet? Auf einem bestimmten Punkt entzieht sich das meiner Kontrolle. Aber du weißt ja, was du jetzt tun musst, oder? Warum hast du dich an Stefan ran, du Arschloch? Weil ich es kann, du blöde Kuh. Was macht denn hier unten? Hast du noch Kopfschmerzen? Mhm. Hab mich schon gefragt, wo du bist. Wieso verrätst du mich nicht? Wieso soll ich denn gerade jetzt? Wo sind die anderen? Spazieren. Gruppentherapie. Ich verstehe eure offene Beziehung nicht. Ab wann ist man offen? Wenn man einem anderen den Rücken eincremt oder ihn küsst? So ein Regelkatalog würde mich unfrei machen. Mir genügt Zweisamkeit. Das findet ihr vielleicht besitzgierig und ich finde eure offene Beziehung egoistisch. Sich immer wieder beweisen zu müssen, wie attraktiv und unwiderstehlich man ist. Bernd, was hältst du wirklich von freier Liebe? Das sind Triebe. Also ich bin da machtlos. Und ich bin lieber offen machtlos als heimlich. Und auf die Art und Weise sind Bernd und ich seit 20 Jahren zusammen. Und bei Schwulen muss man Beziehungen nach Hundejahren abrechnen. Also mal 7, ja? Also so gesehen sind Bernd und ich seit 140 Jahren zusammen. Okay? Und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Kommst du mit ins Bett?
Hm, gleich. Mein neues Haus hat alles. Picobello. Eine richtige Heizung. Touchscreen. Und so. Alle. Nur keine Seele. Brauchen Sie Hilfe? Ich komme schon zurück. Ich muss jetzt immer so viel an meinen Heiko denken. Ich auch. Oft. Nun ist hier alles weg. Alles. Hallo? Hallo? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich fühle mich wie neu geboren. Ja? Gibst du mir ein Brötchen? Mach doch mit der Hand. Danke. Es sind schöne Tage hier mit euch. Ja. Ist einiges klarer geworden. Mir auch. Anna? Stefan, bleib doch noch ein bisschen hier. Du hast doch noch frei. Mach dir ein paar schöne Tage hier. Ihr zu dritt. Ihr wolltet doch auch noch ein bisschen bleiben, oder? Früher, oben auf dem Kirschbaum, da hatte ich immer geglaubt, es gäbe keinen schöneren Flecken als diesen Garten. Den wird es bald nicht mehr geben. Ja, abgemacht. Im September schauen wir uns das neue Dorf an. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann hast du so einen richtigen kleinen Babybauch. Doch, bestimmt.
Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Alles Gute euch. Ja, dir auch. Zeig mir deine Seele, wer du wirklich bist, was du wirklich fühlst. Zeig mir deine Seele und ich versichere dir, du bist sicher hier. Zeig mir deine Seele, wie du lachst, wie du liebst. Was du nimmst, was du gibst, für den Moment deines Blicks, zeig mir dein Gesicht. Ich glaub, da ist so viel in dir, das uns im Weg steht. Zeig mir deine Liebe, sag es, wie man spricht. Ich brauch kein Gedicht, ich brauch deine Liebe. Sag mir, dass du mich brauchst, und dann tausch ich dich aus und zieh endlich einen Strich unter.